So, herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron 4. Ah, ich melde mich nochmal aus der Zentrale. Ja, aktueller Stand, wir sind jetzt natürlich noch weiter vorangerückt und vorhin haben wir endlich mal den Spanienfeldzug mal hingekriegt. War ein bisschen tricky, bin halt unten auf die Breite übergesetzt. Die Breite übrigens sozusagen ein Stadtstaat. Nicht schlecht von der Versorgung her. Ja, da hat man eine Menge, ich kann es glaube ich nochmal zeigen. Ja, sieht man das hier mal irgendwo? Nicht wirklich. Ich glaube 18 Lokal, Einkommen 90. 90 Einkommen, okay. Also ich glaube 90 ist da irgendwie das Ding. Liegt einfach daran, du hast da eine Infrastruktur und du hast einen Hafen. Das sollte funktionieren. Also 30 durch den Hafen, ich glaube 60 durch die Infrastruktur. Von daher passt das schon. Jo, und das war jetzt ein bisschen tricky, weil wir sind natürlich da mit Marine, ich bin da mit einer Marineeinheiten draufgegangen und musste dann erstmal so mich ein bisschen ausbreiten. Ich glaube, ich hatte hier irgendwie die Stadt, hatte ich Andalusien halt noch eingenommen gehabt und ich glaube Granada auch ganz knapp, aber das war es dann auch schon. Und dann bin ich mit 4 weiteren Armeen quasi auf die Breite irgendwann gelandet, aber auch erst 80 Tage später. Das war jetzt nicht unbedingt perfekt abgeschmeckt, ne? Wie die Köche sagen würden, die Köche. Und ja, dann ging es erstmal ein bisschen zäh weiter, weil einfach der Nachschub nicht gerollt hat. Ne? Ihr seht es ja selbst, die haben jetzt hier im Grunde genommen mit Andalusien und mit Granada die beiden großen Gebiete. Achso, ja, also Sevilla und Malaga, so rum habe ich eingenommen. Und die beiden Gebiete an Andalusien und Granada stand nicht so halb drinne. Ja, und da 4 Armeen in 2 mit Breiter zusammen mit 3 Gebieten, oder sagen wir mal 2 halbe Gebiete und ein ganzes Gebiet. Boah, du hast zwar die Häfen, ich glaube, den habe ich sogar gebaut in Andalusien, ja, aber du hast da nicht so viel Nachschub, mit, vor allem mit 4 vollen Armeen und deine Marineeinheiten waren ja auch noch da, die habe ich dann irgendwann natürlich logischerweise so schnell wie möglich wieder abgezogen. Und dann, einmal war dann irgendwann der Widerstand gebrochen und dann hat Spanien auch aufgegeben, deswegen habe ich dann unglaublich, ich habe fast ganz Frankreich einfach geschenkt bekommen quasi, da Spanien kapituliert hat. Jo, und dann ging es einfach darum, schnell mit den 4 Armeen an die Front ran. Ja, und jetzt können wir die Russen quasi schon vom Westen aus angreifen. Da ist auch nicht mehr viel von Russland. Und dann gleichzeitig auch in Italien von Norden reinmarschieren. Und wir sind auch schon fast vor Ostdeutschland. Also beziehungsweise sind jetzt hier schon, haben wir schon eine Grenze zu Ostdeutschland. Und ihr seht schon selbst, die Grenzen, die werden nicht mehr wirklich verteidigt. Ne? Hier ist nicht mehr viel. Und wenn, da sind vor allem die Russen auch hier. Und gleichzeitig habe ich übrigens nördlich von Rom mal übergesetzt, also die beiden Inseln hier geholt, also Sardinien und Korsika, und alles mit den Marineeinheiten und dann übergesetzt und kann jetzt natürlich, ihr seht selbst, keine Gegenwehr mehr in Italien, in Mittel- und Süditalien, und Rom bringt ja auch ungefähr 40 Siegpunkte plus die anderen kleineren Städte noch. Das wird dann auch relativ schnell in Neapel auch nochmal 20 Siegpunkte. Und also perfekt für Marineeinheiten, um das einzunehmen, weil, wie gesagt, Gegenwehr ist hier eigentlich nicht erwartet. Ja, wir sind endlich mal auch über den Bosporus, ist es meines Erachtens, ne? Mal über Istanbul jetzt mal durchgegangen, hab eine 2. Armee hingeholt und ihr seht selbst, ne? Dann ist Rumänien geschlagen worden und auf einmal, bäm, ne? Hast du wieder irgendwelche Gebiete hier. Das ist ja alles unseres hier. Das ist ja theoretisch jetzt im Moment unser Gebiet, bevor die reinlatschen an sich, ne? Und deswegen sehen auch die Grenzen jetzt ganz komisch aus, hier Fleckenteppich oder sowas, ja. Und auch hier können wir die Russen natürlich komplett angreifen, keine Gegenwehr mehr da. Und auch die normale russische Front, ne, ihr seht selbst, wie viele Einheiten hier überall sind, das ist nicht mehr viel, ne. Das ist der Wahnsinn, ne. Finnland hat kapituliert, deswegen auch in Finnland der riesen Fleckenteppich. Volk Hemmet ist also Schweden, ja, eben, also später dann Schweden, ist noch da. Auch wieder hier mit Marinesoldaten erstmal die kleine Insel hier geholt, was ist denn das hier eigentlich, in Pechora. Ja, und dann im Endeffekt auf den Hafen in Murmansk eingetroffen und hier hinten war auch nichts mehr. Also auch schnell eingenommen, sodass ich ein bisschen die Armenier, die Russland-Armeen unterstütze. So, warum nehme ich es jetzt eigentlich auf? Ganz einfach, wir stehen kurz vor einer entscheidenden Kapitulation und die wollte ich auf jeden Fall mit aufnehmen. Tut euch an, die Russen kontrollieren nur noch 22% der Siegpunkte und die Sowjetunion steht 97% vor der Kapitulation mit fast 50 Millionen Opfern. Wir selber auch nicht mehr so viel. Ich musste jetzt auch nochmal umändern. Ich gehe jetzt nochmal nach... ich konnte nämlich nicht mehr nach Bedarf noch erhöhen. Also auf Deutsch Umfang... Nee, nach Bedarf ist dann alle Erwachsenen. Ja, Jungs. Und das hat er... Das hat er genau gepasst, würde ich mal sagen. So, wenn er nun hat, kapituliert. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die noch irgendwas hatten eigentlich. 8000 Aufklärerpanzer, 2000 moderne Panzer, 48.000 Waffen Stufe 3.
Und was nicht alles. Irgendwelche, auch irgendwelche anderen Waffenstufe 3. Guckt euch den ganzen Rotz an. Meinet mal. 87.000. Vor allem, wie viel motorisiert. Es müssten motorisierend sein, ne? Auch die Panzer. Meine Fresse. So. Aber nur für euch, nur als kleiner Tipp. Weißt du, man denkt ja so, ja, wenn die Soldatenzahl ein bisschen runtergeht, dann geht man irgendwann wieder bei der Gesetze, geht man irgendwann mal wieder von nach Bedarf, zum Beispiel auf alle Erwachsenen, kriegt man 10% mehr rekrutierbare Bevölkerung, scheiß auf die Wirtschaft, aber ne, dann ist man wieder ausgesorgt. Darf ich nicht mehr. Denn das geschätzte Verhältnis der Feindesstärke von 75% ist nicht erreicht. Das heißt, wir sind quasi schon von den Einheiten her in der Übermacht. Und damit können wir nicht mehr hoch. Und wenn dann natürlich problematisch ist, wenn ihr ja nur noch 2 Millionen Leute habt und man noch nachproduzieren wollt oder halt im Krieg auch was verliert, dann wird es natürlich echt problematisch. Ne? Dann kommt ihr im Endeffekt auf das Problem, was Russland eigentlich hatte. Jo, und das habe ich jetzt anders geregelt. Und zwar bin ich bei... Oh Gott. Na, jetzt fragt mich mal, wie ich das geregelt habe. Wie war denn das? Ich bin bei... Der Kriegswirtschaft? Nee, auch die Kriegswirtschaft habe ich meines Erachtens. Ah ja, doch. Ich bin von der Generalmobilmachung, die ja super ist, um sich aufzubauen und wirtschaftlich super ist, ne? Bin ich auf die Kriegswirtschaft gegangen, um einfach diesen Malus minus 3% rekrutierbare Bevölkerung wieder wegzunehmen. Und deswegen kriege ich im Moment jetzt noch ein paar Jungs plus. Ja, das ist das Einzige, also ich gehe noch auf 15% hoch von, ich bin jetzt auf 14,7 aber auch schon. Das ist so ein bisschen das Problem. Also 4 ist das auch nicht mehr. Oh, sorry Jungs, ich muss mal ans Fuß gehen, das ist wieder ja spät nachts, ey. Ja, spät nachts ist nicht, aber für mich ist das abends, ne? So, ja, und jetzt haben wir uns sozusagen einverheims bekommen, aber jetzt müssen wir natürlich schnell an die Fronten. Guckt euch mal diese ganze Bunkerlandschaft an. Das ist ja der Wahnsinn. Nee, aber das wollte ich euch auf jeden Fall noch nicht vorenthalten. Und ich denke mal, jetzt sieht es auch vom Krieg her 50% eher. Das willst du mich verarschen. Die Gegner haben jetzt noch 69 bis 96, also um die 80, 90 Divisionen insgesamt. Russland hatte alleine mal 2000. Ja, ich bin jetzt auch bei 2100 Divisionen. Gut, davon sind nicht alle im vordersten Linie, ne? Aber das ist doch für den Arsch. Also die haben auch keine Wirtschaft mehr, die haben nicht mehr. Ne? Das war es jetzt im Grunde genommen. Wenn ich den letzten wichtigen Staat einnehme, würde ich mich nochmal zurückmelden. Also Polen brauchen wir noch, Ostdeutschland, Volk Helmet und Österreich. Also auf Deutsch Schweden hier oben, Ostdeutschland, Polen und Österreich. Also Ungarn zählt überhaupt nicht. Wie gesagt, das sind meine Regionen, aber da muss ich noch reinlatschen. Und eigentlich ist es auch so, dass die ganzen russischen Truppen jetzt, oder sagen wir mal, die meisten von denen sich eigentlich auch geben müssten. Gucken wir mal. Das heißt, jetzt stehen ja auch nicht mehr so viele Leute hier irgendwo drin. Das heißt, ich muss jetzt alles neu ordnen. Hier müssten wir eigentlich auch nur rauf. Hier steht jetzt auch eigentlich nichts mehr drauf, ne? Also ein paar Ostdeutsche noch, aber mehr nicht. Dass wir das auch mal zurückerobern würden. Aber glaube ich, das brauchen wir gar nicht mehr. Wie gesagt, wir werden uns jetzt auf Ostdeutschland, Polen, Volk Helmet von oben, die beiden Armeen werden hier komplett einfach das ganze Ding da überrennen, hier Schweden. Und Österreich werden wir jetzt auch von unten und von Westen her aus richtig Druck machen. Und dann wird es auch nicht mehr lange dauern. Und dann haben wir endlich den Krieg gegen Kommentaren beendet. Ich kann es euch nochmal auf der Alliiertenkarte zeigen. Der ist nicht mehr viel, ne? Das sieht schon, allein dieser Schriftzug hier, der sieht schon hart aus, ne? Ja, und da würde ich sagen, melde ich mich dann einfach wieder, ne? Bis denne! So, und da melde ich mich dann auch nochmal zurück. Es hat nicht lange gedauert. Ich habe jetzt nicht auf die Zeit geachtet. Aber das hat vielleicht jetzt gefühlt ein, zwei Monate gedauert. Luxemburg war übrigens noch ein Stadtstaat, der gar nicht mitgemacht hat. Der hat quasi noch zu den Alliierten gehört. Wahrscheinlich haben wir die damals einfach nicht übernommen oder so. Der habe ich jetzt nochmal extra angegriffen. Na gut, das hat alleine schon 18 Tage gedauert. Na gut, also ich glaube so zwei, drei Monate hat es gedauert oder so. Jetzt gefühlt. Und die ganzen Fronten sind einfach nur gefallen. Und der letzte, der noch am Leben ist, ist noch Schweden mit 38%. Das klingt zwar noch ein bisschen viel, allerdings stehe ich schon vor Stockholm. Und Stockholm macht halt nochmal 20 Siegpunkte aus. Also relativ viel. Und ich gehe jetzt, ja, im Grunde genommen, fein Stockholm, wenn ich es da richtig sehe, steht einfach nur sinnlos da. Da stehen nicht mal Einheiten drin. Na, jetzt noch. So.
Kann sein, dass es reicht. Kann sein, dass es nicht reicht. Oh nein. Ja, einfach doof da. So. Hat gereicht. Also. Ja, Jungs. Kommen wir zum Abkommen von Königsberg. Aha, wo ist das denn? Wo ist das denn? So, dann. Ei. Guckt euch mal das alles an. Oh Gott. Also die Philippinen haben wieder 0 Punkte. Das heißt, es sollte eigentlich wieder alles mir gehören. Ich will alle Regionen erobern. Genau. Alle Regionen erobern. Ich gucke erstmal, wie viele Punkte das alles jetzt hier irgendwie kosten würde. Ja, Jemen, Saudi-Arabien, das sind natürlich die kleinen Regionen gewesen, die auch erst nachträglich zum Krieg dazugehört haben. Portugal war schon am Anfang an dabei. Da kostet auch ein paar Pünktchen. Ja, Russland. Wie viel kostet Russland eigentlich? Wahrscheinlich. Alter, schon wieder 8000, aber die müssen wir uns erstmal gönnen. Na, Russland müssen wir uns auf jeden Fall erstmal gönnen. Xiangnan nehme ich auch gerne mit. Das Spiel ist ja noch nicht ganz für uns vorbei. Mengduku. Gott. Ja, die Korea quasi im Grunde genommen. Ach hier, die zweite brasilianische Republik. Kennt ihr die nach? Aus Südamerika. Damit hat der ganze Dritte eigentlich erst angefangen. Ne? Wir wollten ja eigentlich nichts Böses, aber die haben uns halt Südamerika nicht gegeben. Die Russen. Und damit muss man natürlich dann mal, klar, ne? Mal ein bisschen Hallo sagen. So, Rumänien nehmen wir auch noch mit. Jetzt wird schon langsam knapp. Spanien wird schon mehr wehtun. Ja, Spanien hat schon richtig wehgetan. So, und ich sag jetzt mal, im ersten Durchgang machen wir das mal so. Und meines Erachtens war es das jetzt. Meines Erachtens haben wir jetzt alles eingenommen. Ja, und ich glaube, das Spiel ist jetzt auch vorbei. Gut, ich dachte, wir machen noch weiter, wir machen China und so noch platt, aber im Grunde genommen, ich glaube, wir haben halt die Hauptnation geschlagen. China gehört nicht zur Hauptnation, also Deutschland oder das Deutsche Reich, die Sowjetunion, Amerika, Japan, Frankreich und Großbritannien, Italien glaube ich auch noch. Na, also alle Völker, die man einzeln so spielen kann, China gehört nicht dazu. Irland hat noch gefehlt, und die Luxemburg haben wir platt gemacht. Was, wer hat noch gefehlt? Irland hat noch gefehlt. Ah, die Philippinen, ja, mit denen man verbündet. Und China mit, ich sag mal, mit ihren Beistaaten. Das war's. Und ich glaube, ja gut, das wäre jetzt auch natürlich nur Makulatur gewesen. Wir haben das Ding, wir haben es quasi geschafft. Ach, hier seht's man auch nochmal. Ich habe da nicht hingeguckt gerade auf dem Bildschirm. Also Nepal, Bhutan, Tibet, Yunnan, Sebei Sama. Ich hoffe, das war richtig ausgesprochen, das hat sich gut angehört. Sind jetzt natürlich durch, ne? Ihr seht es aber nach Gesamtpunktzahl, ist China gar nicht so viel hinter uns. Einfach, weil sie unglaublich viele Luftwaffenpunkte haben. Na gut, aber selbst da sind wir noch weit drüber. Armeepunkte 316 zu 40, also die hätten wir logischerweise geschlagen. Ja. Guck mal, tut euch die Fabriken an. Ne, das wär logischerweise komplett durch gewesen. China hätte uns echt bei der Luftwaffe noch so ein bisschen in Gegenwehr setzen können, aber wir haben natürlich auch die Besten. Von daher ist das easy gewesen. Ich glaube, wir beenden das Ding mal. Gehen zurück zum Hauptmenü. Also insgesamt kann ich sagen, ich bin froh, dass es zu Ende ist quasi. Ja, hauen wir noch ein kleines Fazit raus. Also gleich erstmal nochmal einen Überblick. Mit Philipp zusammen wird es dann nach Stellaris an den Wochenenden quasi nochmal Hearts of Iron geben. Das Deutsche Reich wird der Philipp spielen, das kann ich jetzt schon mal so verraten. Und ich werde mit Mussolini quasi oder dem Mussolini geben und mit Italien dann mit ihm mitziehen. Und dann werden wir gucken, dass wir halt Europa einnehmen können. Also uns, wir werden quasi ja die geschichtlich halt die Achsenmächte bilden und damit halt die Alliierten im Westen und Kommentären im Osten.
Beide gleichzeitig den Krieg führen und da quasi versuchen, einfach Europa einzunehmen. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Also Amerika, Japan werden wir uns nicht holen, deswegen werden wir jetzt am Ende sozusagen nicht den tollen letzten Bildschirm haben, den es hier gab. Ich dachte, da kam ein bisschen mehr. Also irgendwie noch ein kleines Video oder so, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, aber wenigstens irgendwie eine kleine Animation oder irgendwas. Ne, so herzlichen Glückwunsch, ne? Woo, Amerika oder so. Nichts. Okay, dann nicht. Ne, warum auch? Gut, dann zum Fazit. Ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist ja der gleiche Spieleentwickler Paradox Interactive wie auch Stellaris. Und Stellaris haben wir halt davor gespielt, da hat mich halt Philipp drauf gebracht. Und ich, meines Erachtens hat mich da Philipp drauf gebracht gehabt. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, Wahnsinn, ja. Das sind halt noch Strategiespiele, Stellaris und Hearts of Iron. Ne? Hearts of Iron, ihr seht es selbst im vierten Teil, also da habt schon ein paar davor. Das sind aber für mich noch Strategiespiele. Die fordern nochmal so richtig ordentlich diese Mikrowirtschaft. Ne? Makrowirtschaft, das ist so das typische, guckt euch damals die Tonnen in Konferteile an, also CNC, das ist Makrowirtschaft gewesen. Es gab einen Rohstoff, also Geld damals in dem Fall, und den hat man einfach nur durch 1, 2, 3 Arten abgebaut, also ganz normal halt durch diese Nachschublager oder sowas, oder durch die Sammler in einer Stufe Rot 2 und so weiter, ne? Es gab eigentlich nur immer nur eine Sache, die hat man abgebaut, dann hat man irgendwie drei verschiedene Steinschere-Papier-Prinzip Einheiten gebaut und hat die rübergeschickt, meistens war Masse besser als Klasse, drüber, fertig. Bisschen Strategie war noch dabei, aber ansonsten war es das, ne? Abwehrstellung und so weiter, strategisch irgendwie Karten erobern, Regionen erobern, alles kein Ding gewesen, alles nicht in dem Spiel vorhanden. Das war halt Makrowirtschaft. Ne, da muss man nicht so viel überlegen. Also, man muss natürlich schon überlegen. Ne? Ich rede jetzt natürlich nur für das Spiel gegen die KI. Ne? Aber es war dann doch immer dasselbe und es war relativ, also die Mittel waren halt sehr begrenzt. Wenn ihr jetzt so ein Spiel, wenn jetzt Command & Conquer als Strategiespiel mit Hearts of Iron als Strategiespiel oder mit Stellaris vergleicht, ja, das, da liegen ja Welten auseinander, was du da alles an Sachen machen kannst. Allein, dass du halt diese Einheiten selber konzipieren musst, dass es zig verschiedene Rohstoffe gab. Es ist nicht nur Öl, Gummi, Stahl und so, sondern die ganzen anderen. Macht, Stabilität, dann Einwohnerzahl oder Bevölkerungszahl. Weiß ich eigentlich, was gab's, ich bin schon wieder raus hier, ne? Was gab's denn noch? Irgendwie Machtpunkte gab's noch, ne? Dann irgendwie, dass du mit der Diplomatie ein bisschen mehr machen musst, das war bei Conflict zum Beispiel auch nicht so, und, ne? Also ähnlich wie bei Stellaris hattest du so viele kleine Entscheidungen zu treffen, dass du da schon von der Mikrowirtschaft sprechen kannst. Mikrowirtschaft in der Hinsicht, dass du bei jedem kleinen halt alles mögliche, kleinere Sachen einstellen kannst, aber in meisten Fällen, bei Stellaris noch mehr als bei Hearts of Iron jetzt in dem Fall, musst, damit du die Chance hast zu gewinnen. Und das ist schon hart, ne? Also das fordert mich als der Spieler dann auch, also als der Spieler des Let's Plays, dann auch richtig hart. Deswegen auch da die Sache, ich habe euch ja nicht alles gezeigt, ich habe ja viele Folgen in der Mitte, was heißt viele Folgen, ich habe einfach viel Gameplay in der Mitte weggeschnitten, beziehungsweise gar nicht erst aufgenommen, weil das dann doch immer dasselbe ist und das ist sehr, es artet halt sehr in Arbeit aus. Wer auf sowas nicht steht, gar kein Problem, den kann ich absolut nachvollziehen, für den ist aber Hearts of Iron nichts. Ne, der sollte Hearts of Iron dann so spielen, wirklich, dass er sagt, okay, ich versuche irgendwie mit irgendeinem kleinen Staat irgendeine bestimmte größere Region einzunehmen und wenn das fertig ist, dann finito, dann ist Feierabend. Ne, also wie zum Beispiel mit den Achsmächten Europa einnehmen, fertig. Ne? Vielleicht noch irgendwie so selber noch ein paar Ziele setzen, was weiß ich, bis 1945 oder sowas, ne? Und dann sollte man dann auch aufhören, wenn man wirklich das Endspiel, das Endgame machen möchte. Und das wollte ich halt bei diesen Spielen mal ausprobieren. Ja, dann artet es sehr, sehr hart in Arbeit aus. Und dann ist es auch ziemlich nervig, weil was ich jetzt am Ende zum Beispiel auch gar nicht mehr gemacht habe, ist die ganzen Lufträume immer wieder nachziehen, immer wieder aufbauen. Infrastruktur, die ganzen neuen Länder waren alle vollkommen im Arsch. War scheißegal, einfach drüber. Ne? Also von daher, ich kann es nicht jedem spielen. Das ist ein Strategiespiel, was ich wirklich nicht jedem empfehlen kann. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wer aber wirklich so auf diese Oldschool-Strategiespiele steht, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Ja, da muss man sich halt einfach überlegen, welches Zeitalter man nimmt. Nimmt man halt Zukunft mit Weltraumschlachten und so, dann nimmt man Stellaris. Nimmt man halt irgendwie, Zweiter Weltkrieg, vergangene Ereignisse in der modernen und Industriezeitalter, dann nimmt man Zweiten Weltkrieg, ja, dann nimmt man Hearts of Iron. Also von daher, für die Hardcore-Strategie-Fans unter euch, absolut empfehlenswert, Wahnsinnsspiel, vor allem muss man es ja nicht so spielen, wie ich das mache, man hat
weiß ich nicht, über 100 Nationen zur Auswahl, die man halt im Grunde genommen spielen kann. Gut, ich tippe dir, sagen wir mal, knapp über 200 Nationen, glaube ich, auf der Welt. Ich sag mal, 100 kannst du wegdenken, weil du echt mit denen gar keine Chance hast, irgendwas zu machen. Das war, wir haben ja mit Philipp zusammen, man muss ja dazu sagen, wollten wir Europa machen? Ja, wir haben vorher aber schon vier, fünf andere Spiele gehabt. Also mit Russland, in der China-Ecke waren wir irgendwie haben wir dreimal versucht anzufangen. Also mit China quasi Japan platt zu machen und so. Hat halt nicht so richtig funktioniert. Und es ist immer so ein bisschen der zweite Mann gefehlt hat. Also wenn einer China nimmt, wer soll denn dann noch was nehmen? Ja, also jedes andere Land drumherum ist schlechter, ist weitaus schlechter. Und Japan ist relativ stark gewesen. Ne? Sowjetunion ist genau dasselbe, da haben wir glaube ich China und Sowjetunion genommen, das war dann da. Da hat dann einer, also ich hätte dann Sowjetunion genommen, da hatte ich mit Europa zu tun und China und Philipp hat halt den Osten damit mit Japan und so gemacht. Also da haben wir überhaupt nicht zusammengespielt, war voll langweilig in der Hinsicht. Ne? Also, naja. Also war nicht so doll, deswegen nehmt euch Europa. Oh, sorry, ich musste nochmal gehen. Ich bin richtig fertig, ey. Boah, dieses Spiel macht einen auch fertig. Aber auf positive Art. Gut, da nicht lange quatschen. Also Fazit, super geil. Ne? Dass es so eine Spiele noch gibt, dass so eine Spiele noch verkauft werden, sozusagen, finde ich klasse. Ja? Es war da nicht mal auf meinem Radar, dass es sowas noch gibt. Klasse, kann ich nur, also die Jungs von Mädels von Paradox Interactive, klasse, super Job gemacht. So muss ein Strategiespiel wirklich sein, dass man sich da richtig festbeißt, dass man vor allem die Einheiten sich selber konzipieren kann und überlegen kann. Und dann auch mal, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch über YouTube ein paar Sachen nachgeguckt, weil ich einfach bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Nachschubmangel und so weiter, ja, weil ich einfach diesen Nachschub nicht verstanden habe, was da für eine Formel hinter ist. Das wollt ihr auch gar nicht wissen. Also für die Laien unter euch, das wollt ihr nicht wissen, wie die Nachschub berechnet wird. Ich habe es zwar versucht, so ein bisschen, naja, für die Laien zu erklären, so wie ich es auch verstanden habe, aber hallo, ne, Halleluja. Und dann, wie die Einheiten zusammengebaut werden und so, ne, da ist ja immer noch Learning by Doing. Die Einheiten, die ich euch dann auch vorgestellt habe, oder wie meine Bataillone dann auch ausgesehen haben, die sind dann schon auf meinem eigenen Mist entwachsen. Also die habe ich jetzt nicht eins zu eins von irgendwo übernommen. Und die haben im Endeffekt ja auch ganz gut funktioniert. Ob es jetzt nur die beste Variante war, das könnt ihr selbst rausfinden, wenn ihr das Spiel spielt. Ihr könnt es auch lieber auf Masse machen. Ihr habt es selbst gesehen, so viel Spezialen hatte der Gegner jetzt nicht. So viele, also fast gar keine, ne? Und so viel irgendwie Panzerbataillone hatten sie auch nicht. Ist ja schrecklich, Alter. Ich muss die ganze Zeit gehen hier. Und die hat halt viel Infanterie gebaut. Das heißt, das könnt ihr euch natürlich auch zum Vorteil machen, dass ihr halt vor allem den weichen Angriff sehr hoch haltet. Bei euren Bataillonen dann. Aber ansonsten ist ja da eine riesen Vielfalt drin, ne? Und das hast du bei anderen Spielen nicht. Also von daher, Top-Leistung. Ja, wie es dann hier weitergeht, muss ich dann gucken. Es wird dann erstmal kein Strategiespiel erstmal werden. Von daher. Da bin ich erstmal die Schnauze voll. Ich muss ja mit Philipp noch zusammen noch weitermachen. Wir haben ungefähr 30 Folgen haben wir jetzt mittlerweile aufgenommen. Sieht auch okay aus in Europa, formulieren wir es mal so. Also wenn ihr einen Kumpel habt, nur so als kleinen Tipp noch, ne? Ich glaube, ich habe es auch im Let's Play einmal dann erwähnt. Aber wenn ihr einen Kumpel habt und ihr wollt zusammen die Achsenmächte spielen, geht sicher, dass ihr Deutschland nehmt. Also, ne, dass Deutsches Reich nehmt. Und nicht Italien. Italien ist weitaus schlechter. Weitaus schlechter. Also, da könnt ihr halt weniger machen. Aber ich fand's okay, weil so hat Philipp mal ein bisschen mehr Spaß gehabt. Oder beziehungsweise hat ein bisschen mehr Spaß. Ne? Und ihr kennt's ja. Also, wer uns halt so irgendwie mal öfters mal geguckt hat, bei Stellaris zum Beispiel. Oder bei den Total War-Teilen. Wir stechen uns halt gegenseitig so ein bisschen an. Das funktioniert dann irgendwie dann schon. Vor allem, wenn zwei Leute verschiedene Pläne haben. Super. Super. Gut, das soll es dann gewesen sein mit Hearts of Iron 4. Wie gesagt, wir haben Irland, Philippinen und die chinesischen Staaten jetzt nicht mehr eingenommen. Da auch der Endbildschirm kam, da wir die Hauptvölker platt gemacht haben. Ich glaube, das reicht. Ne? Ich glaube, also für mich muss ich jetzt nicht noch China einnehmen, weil mit den 10 Armeen würde ich jetzt einfach nur hinlaufen, einmal umzingeln, Lufträumen, meine 20.000 Flieger, also jeder da einfach rein, kurz irgendwo Luftaufhalt gewinnen, die Atombomben irgendwie, alle, die ich noch habe, die 100 Stück oder so, die bis dahin gebaut sind, alle abwerfen und dann einfach nur mit allen Armeen einfach nur den Schritt vorwärts machen oder die paar Schritte vorwärts machen und dann ist das auch gegessen. Also das wäre jetzt auch nur eine Sache von einer halben Stunde, Stunde, 2 Stunden vielleicht maximal gewesen. Halt mit Philippinen, die müsst ihr ja noch überlegen, wir müssen erstmal den Krieg erklären und dann muss es noch durchgehen, Philippinen noch platt machen, Irland noch platt machen, naja, hier und da. Also das wäre nochmal irgendwie relativ sinnlos gewesen, das jetzt noch weiterzumachen, von daher.
würde ich sagen, das reicht. Gut, also, ne? Würde sagen, lange genug gequatscht, wenig Gameplay gezeigt in der letzten Folge, aber so muss das dann. So geht dann halt Hearts of Iron zu Ende. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Let's Play wieder. Bis denn!